Mein Name ist Stuart Piggott und wie man hört, bin ich in England aufgewachsen. Inzwischen bin ich deutscher Weinjournalist und Riesling Ambassador von diesem Weingut, Gut Hermannsberg an der Nahe. Da werde ich mich mit dem Winemaker des Weinguts, Carsten Peter, treffen. Herzlich willkommen bei der Weinshow auf Hashtag dabei. In den kommenden Folgen werden Sie mit mir in die spannende Welt der wichtigsten weißen und roten Weine Deutschlands eintauchen. Selbstverständlich werfen wir auch Blicke über der Grenze und entdecken zusammen faszinierende Weine aus anderen Ländern. Im 21. Jahrhundert gibt es einen ganzen Weinplaneten und die Rebe wächst in Übersee in ganz anderen Klimazonen als hier in Deutschland, sogar auch in die Wüste und im Dschungel. Viele dieser Gewächse werden nach Deutschland importiert und hier getrunken. Wein ist ein Paradebeispiel von der Globalisierung. Der Rotweinspezialisten Weingut Bernhard Huber im Badischen Breisgau und das berühmte Gut Hermannsberg hier an der Nahe stehen uns als Musterbetriebe zur Seite. Heute geht es um Riesling. Wer kennt nicht diesen Namen? Aber die wenigsten wissen, dass Riesling nicht nur ein Weißwein ist, sondern auch eine Rebe, eine Traube. Riesling ist die meistgepflanzte Traubensorte Deutschlands mit mehr als 23.000 Hektar. Riesling ist auch ein globales Kult. Warum? Hallo Carsten, du bist der Winemaker vom Weingut Gut Hermannsberg und wir stehen in einer der Riesling-Weinberge des Guts. Wie alt sind diese Riesling-Reben hier? Ja, wir stehen hier in einem jüngeren Teil, der jüngeren Parzelle der Kupfergrube genau gesagt, direkt oberhalb von unserem Weingut. Und die Reben sind jetzt knapp 5 Jahre alt und wie man sieht, haben die noch mächtig zu kämpfen, um hier in dem kargen Terrain wirklich Fuß zu fassen. Ja. Ich sehe die Reben, wo sind die Trauben? Das sieht man hier noch ganz, ganz klein eigentlich. Jetzt gerade am Beginn der Blüte in dieser Ecke oder der Stock hier ist schon einen Ticken weiter eigentlich oder da vorne. Und die Erträge sind logischerweise auch nicht so hoch, aber wir warten das einfach ab. Also wir wollen zunächst mal mit diesen jungen Weinbergen eigentlich erzielen, dass die Wurzeln nach unten gehen. Das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk und deswegen wird hier auch nicht bewässert, ganz bewusst nicht, um einfach die Wurzeln nach unten zu zwingen. Und auch mit auf der Suche nach Wasser. Genau, ja. So ist es. Auch mit Begrünungskonkurrenz, wo wir immer mal wieder ein bisschen spielen, auch um Konkurrenzsituationen aufzubauen, dass wirklich die Reben zwingend nach unten müssen, um das zu finden, was sie gerne wollen. Wasser, Mineralstoffe, Nährstoffe. Also als Pflanze ist sie keinesfalls spektakulär zu nennen. Ne? Also ich meine, diese Landschaft ist spektakulär. Ja, aber das, was die Rebe, speziell der Riesling, aus dieser Landschaft machen kann, nämlich diese Landschaft schmeckbar zu machen, das ist wiederum sehr spektakulär. Das ist natürlich eine geile Sache. Und dazu werden wir etwas später kommen. Wie lange dauert es, bis die Rebe fängt an zu blüten, bis die Trauben da gelesen werden? Ja, beim Riesling sagt man, also bei Pinot ist man da ein bisschen extremer, sagt man Pinot 100 Tage bis zur Ernte. Obwohl das heute meistens schon einen Schritt früher ist, also zwischen 90, 95 meistens, also die 100 gelten heute nicht mehr ganz so. Ja. Beim Riesling ist uns eigentlich je länger, je besser. Das am liebsten. Also wir rechnen so zwischen 120, am liebsten auch 130. Manchmal geht es wirklich auch 150 Tage, wenn wir wirklich sehr, sehr spät ernten können. Also dann ist man in Oktober oder gar im November, im November drin.
Allerdings sind wir dieses Jahr eigentlich sehr früh dran, mit dem Austrieb schon gewesen. Das heißt, wir werden in der warmen Phase auch in der Ernte sein und von daher vermutlich die 150 Tage nicht erreichen. Also ja. Ich rechne im Moment so mit 120, 130 Tagen etwa. Aber über den Sommer kann noch viel passieren. Da, gerade das wollte ich ansprechen. Ich meine, die Rebe hat ein paar Feinde, ne? Auch die Riesling-Rebe. Ja. Also für uns gilt es eigentlich, möglichst ohne Schäden über den Sommer zu kommen. Ja? Für den Wein selbst sind die letzten 6-8 Wochen vor der Ernte eigentlich das Entscheidende, wo das Aroma gebildet wird in den Beerenhäuten. Und das ist letzten Endes für uns die wichtigste Zeit. Aber zuerst müssen die Trauben dahin kommen. Genau. Über den Sommer geht es jetzt darum, möglichst eine lockere Laubwandstruktur auch zu bekommen, ja? Dass die Trauben eigentlich immer oder die jungen Beeren immer gut geschützt sind vor Pilzbefall, einmal auf natürliche Art und Weise. Das ist die größte Gefahr, ne? Die Pilze. Genau, dass wir da Klima herstellen quasi um die Trauben herum, wo sie schnell abtrocknen können und eigentlich die Pilze möglichst wenig Chance haben, überhaupt Fuß zu fassen. Und das ist jetzt über Sommer eigentlich unsere Hauptarbeit. Also diese Pflegearbeit im Sommer ist dann ziemlich aufwendig. Extrem aufwendig, ja. Also wir sind jetzt mitten in der Hauptzeit, wo es darum geht, immer die Drähte wieder anzupassen, dass die Triebe, siehst du ja hier, der ist relativ lang gewachsen schon, ja. Dass die eben durch den Wind nicht umgeknickt werden, das ist alles noch sehr fragil und nicht verholzt und da braucht die Rebe als Lianengewächs natürlich ein bisschen Unterstützung, die wir hier eigentlich mit diesem Drahtsystem auch bieten. Ja, also das ist eigentlich eine simple Lösung hier, die Drähte und die Fehler, ja, genau, ja. Also davor hat man für jede Rebe einen eigenen Pfahl gesetzt. Genau. Das ist dann noch ein bisschen komplizierter zu managen, das oder? Ein ganz anderes System, ja. Also das traditionelle Einzelpfahlsystem, was du jetzt angesprochen hast, haben wir auch wieder Weinberge neu angelegt in diesem System, weil die Reife am Stock ein bisschen anders ist und wir wollten einfach diesen Kontrast auch haben. Heute setzt du eigentlich überall, wo es geht, diese Spaliererziehung, wie man das nennt, ein. Weil das von der Arbeitswirtschaftlichkeit her einfach perfekt ist. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit Maschinen ein bisschen zu arbeiten, zumindest im Steilhang. Und du lässt einiges an Unkraut und Gras hier wachsen, ne? Ja, für uns ist es kein Unkraut in dem Sinn, sondern wir spielen einfach einmal mit der natürlichen Flora, die einfach aufwächst. Oder hier wie hier auch noch Reste von dem, was wir letzten Herbst eingesät haben. Spielen wir eben, um diese Konkurrenzsituation, um Wasser und Nährstoffe einfach herzustellen und natürlich auch, um den Böden eine gewisse Struktur zu geben, das heißt Humus einzubringen, um letzten Endes dann sie auch vor Erosion zu schützen. Also natürlich gibt es die Rebe, wie man sie jetzt sieht. Hier diese Triebe stehen sehr schön, ragen Richtung Sonne, heliotrop nennt man das, ja. Und man sieht hier den Stamm, noch nicht sehr dick, aber es sieht ganz solid aus. Aber dann verschwindet die Rebe in der Erde. Wo sind die Wurzeln? Die Wurzeln sind hoffentlich in diesem Bereich oder in diesem Alter schon relativ tief, auch im Felsgestein. Aber normalerweise eine Rebe, das siehst du hier, diese Stelle, wo die Europäerrebe auf die Wurzel aufgepfropft wurde. Die amerikanische Wurzel, genau, ja. Genau, die Veredelungsstelle. Ja. Und ab da ist eigentlich Wurzel und das ist noch relativ ungefähr 30 Zentimeter lang und dann fangen die tiefen Wurzeln an, dann los nach unten zu wachsen. Also hier oben, hier sind keine Rebwurzeln. Musst du lange graben. Ja, es wäre eine harte Aufgabe. Ja, natürlich das Gras hier ist komplett anders. Da sind die Wurzeln, die ersten Zentimeter, alle zu finden. Also du hast auch normalerweise immer Wurzeln, die relativ weit oben bleiben. Das nennt man Tauwurzeln. Wir versuchen die immer auch mit dem Bearbeiten hier, mit der mechanischen Bearbeitung, auch ein bisschen einzudämmen, weil wir immer wollen, dass es nach unten geht. Und so eine Rebe ist ja auch wie ein Mensch, ne? Die macht es so einfach, wie es irgendwie geht. Und wenn sie oben eigentlich alles kriegt, und dann wächst sie nicht nach unten. Das heißt, wir stören das immer wieder, um dann wirklich auch die Wurzel zu zwingen. Weil wenn die ganzen Wurzeln hier oben sind, dann irgendwann kommt
Hitze, Trockenheit, genau. Und ja, Gras wird braun, das wissen so, wir alle, so ist es, ja, genau. Weil die Wurzeln kein Wasser mehr finden. Ja. Aber der Vorteil ist jetzt in der Begrünung auch, speziell beim Gras, du hast zwar nur 10 cm Wurzeltiefe, das wird braun, wenn es trocken wird, kommt wieder Regen, ist wieder grün. Ja. Und das ist bei der Rebe leider nicht so, ja. Also wenn die mal braun ist, dann ist sie einfach abgestorben. Ich sage immer, die Rebe ist kein Kaktus. Absolut. Ja? Ja. Absolut. Also wir brauchen eine gewisse Feuchtigkeit und speziell hier eigentlich auf den kargen Böden in der Kupfergrube ist das immer ein Spiel mit Konkurrenz schaffen und Wasser sparen letzten Endes. Das heißt, es ist immer so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Geben und Nehmen fast. Ja. Also diese Pflanze ist offensichtlich ein Sonnenanbeter, wie sie Richtung Himmel ragt, aber sie will auch genug Wasser. Absolut, und das, ja. Also eine schöne Witterung ist ausgewogen, ein Hin und Her. Genau, ja. Also so ein typisch deutscher Sommer ist für uns eigentlich perfekt, ja, wo es immer mal wieder Niederschläge gibt. Und wenn die Bild-Zeitung titelt, das war ein super Sommer, dann war es für uns schon ziemlich hart, harte und auch Arbeit, für unsere Reben, weil es dann oft über 30 Grad Celsius ging und das ist für uns eigentlich gar nicht so perfekt. Das heißt also, wenn wir so ein Jahrhundertsommer haben, da denken die Menschen immer, das wäre jetzt auch ein Jahrhundertjahrgang im Wein. Meistens ist es nicht so. Das klingt für mich wie ein Signal. Ein Signal, das auch live zu verkosten, aber wir starten mit den jungen Reben und schauen wir mal, was die schon transportieren können. Lass uns schauen. Wir sind im Verkostungsraum von Gut Hermannsberg, unserem Musterbetrieb für Weißweine. Das sind 30 Hektar Weinberge, steil und steinig, 7 verschiedene VDP große Lagen. Neben mir sitzt Carsten Peter, der für die Produktion auf dieser Fläche verantwortlich ist. Und auch Moritz Nagel, Einkäufer vom Harvesco, der größte deutsche Weinhändler und auch einer der besten. Und jetzt wollen wir der Wesen des Rieslings ergründen. Und das hat einen speziellen Aspekt, weil Riesling ist Kult. Riesling wird weltweit gefeiert. Aber Riesling hat auch ein kleines Imageproblem, weil manche Konsumenten glauben ganz hartnäckig, dass Riesling irgendwie ein süßer und banaler Wein ist. Es ist doch Quatsch, oder? Totaler Quatsch. Und genau das werden wir heute versuchen zu widerlegen. Ja. Und ich schlage vor, dass wir fangen direkt mit dem ersten Wein an. Genau, wir fangen an mit 7 Terroirs, Jahrgang 2019. Und ein Wein aus unserem Weingut, Gut Hermannsberg, den ich mitgebracht habe, um zu zeigen, welche wirklich sehr außergewöhnliche Charaktereigenschaft Riesling vor allem hat, nämlich seine Herkunft auch zu zeigen. Es geht nicht immer nur um die Rebsorte, sondern vor allem um das, wo der Weinberg steht, in welchem Klima er gewachsen ist und welche Böden den Untergrund für den Weinberg bieten. Es ist auch eine ganz spezielle klimatische Ecke hier, ne? Es wird sehr oft gesagt, dass Riesling nach Pfirsich duftet, aber hier sind ganz andere Noten, ne? Ich glaube, es ist Riesling, Pfirsich, diese ganze Aromatik und so weiter, das ist für uns eigentlich auch gar nicht so wichtig. Für uns ist in diesem Fall eigentlich Riesling mehr der Transmissionsriemen zwischen Herkunft, Heimat, wenn man das so sagen will, und letzten Endes dem Wein. Also nur der Übersetzer der jeweiligen Herkunft. Denn hier zusammen spielt es eigentlich das mittlere Nahetal die größte Rolle, ja, was an der Nahe hier so besonders auch für Riesling ist. Und Riesling kann diese kleinsten Unterschiede einfach super transportieren. Ja, der Wein hat einfach eine tolle Saftigkeit und ist dann endet entschieden trocken. Also für mich ist das definitiv ein Essensbegleiter. Ja.
Doch, also mir macht er auch ohne Essen ganz viel. Also er ist recht lang am Gaumen, wirklich recht lang präsent. Das ist sehr, sehr schön und verspricht vor allem, ich denke, in einiger Zeit noch viel Trinkvergnügen. Natürlich, wir trinken nicht. Wir sind Fachleute und wir haben eine Reihe Weine zu verkosten. Was wollen wir vermeiden, Lloyd? Ja, also, falls Sie sich wundern, warum wir in diese Spucknäpfe diesen unglaublich guten Wein hineinspucken, das hat mit der Disziplin in unserem Job zu tun. Wir müssen sehr viele Weine verkosten am Tag. Manchmal sind das über 100 verschiedene Weine. Und wenn wir die alle schlucken würden, dann wäre der Tag sehr schnell zu Ende. Und außerdem hätte man langfristig dann ein großes Alkoholproblem. Und die besten Flaschen kann man sich für den Abend ja noch aufheben. Darf ich euch den zweiten einschenken? Steinertal 2017 FX Pischler. Das Erste, woran ich gedacht habe, ich bin nicht der Freund von tausend blumigen Adjektiven, um meinen Wein zu beschreiben. Aber in dem Fall, das sprang mir sofort ins Hirn, weißer Schokolade. Das stimmt. Ich habe als Kind sehr gerne eine bestimmte weiße Schokoladetafel gegessen. Aber mit so ein bisschen getrockneter Aprikose dabei. Ich finde vor allem bei dem Wein auch sehr spannend, dass du genau auch diese Herkunftsidee wieder hast. Genau wie bei Sieben Terroirs vorher, dass du wirklich spürst, auch okay, das ist ein eng begrenzter Raum, ja, das ist steinig da, wie der Name auch schon sagt, und auch eher ein bisschen kühler für mich von der Anmutung. Ja, für die Verhältnisse. Jetzt, ja. Genau. Und du hast eine tolle präsente Säure auch, die einfach diesen Wein auch trägt wieder. Aber eben auch wieder diese sehr reife Säure, also eher eine würzige Säure, weniger dieses grüne, zitronig, apfelige, was immer so spitzig schmeckt und am Ende auch sauer und vielleicht auch für das Märchen des Sodbrennens durch Riesling bekannt ist. Ja. Keine Ahnung, aber das gefällt mir auch gut, das macht mir viel Spaß auch. Hat mich echt überrascht. Also, die Lebendigkeit der Säure ist genial. Also wirklich eine tolle Reife und auch im Vergleich zu dem Sieben Terroirs auch ein ganz tolles Musterbeispiel so für junge und ein bisschen reifere Säure. Genau, ja. Riesling ist ein globales Phänomen, auch als produzierter Wein. Also Rieslingreben stehen in sehr viele Orte um den Erdkugel und dann in der südlichen Hemisphäre ist dieses Gebiet, Clare Valley in Südaustralien, der größte. Und Geoffrey Grosset ist der bekannteste Erzeuger. Übrigens, der kommt nicht aus einer Weindynastie. Anfang der 80er, einfach begeistert vom Wein und mit ein bisschen Wissen von der Weinbauschule fing er an, Wein zu machen und Riesling war von Anfang an seine Hauptsache. Und das ist der 2016er Polish Hill, das ist seine Spitzenlage. Und die Landschaft ist da ist komplett anders wie hier. Also wenn Hänge sind maximal sehr, sehr sanft, um den Weinberger herum stehen Eukalyptusbäume. Ja. Das Gras ist braun, sagen wir 9 Monate des Jahres. Ja. Es sieht wie eine sanfte Landschaft aus, aber man ist ziemlich hochgelegen. Das ist so etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel. Und es ist ein extrem kontrastreiches Klima. Aber zuerst der Wein ins Glas. Kontrastreich beschreibt es gut, ja. %12,7 Alkohol steht auf dem Etikett. Das ist ein Tick unter dem 13 von FX Pichler und ein Tick über dem 12,5 von Good Hermannsberg. Ja. Aber sagt uns das irgendetwas? Ich
diese Zahlen sagen uns, dass es keine Alkoholbomben sind. Genau. Ja, das auf alle Fälle. Noch sehr lebendig. Ne? Ja, super. Also man sagt in Australien, dass der typische Aroma des Rieslings in dieser Klimazone Limetta ist. Und davon ist für mich schon etwas zu spüren. Ja, eine reife Limette, auf jeden Fall. Du hast aber dann auch in der Säure auch diese limettige Wahrnehmung auch. Also schon auch eine sehr, sehr präsente Säure, was vielleicht dann auch durch diese extremen Wüstenklima, Unterschiede, Tag-Nacht-Temperaturen auch kommt, dass das sehr extrem ist und so auch die Säure auch eine gewisse Präsenz auch zeigt. Ja, wir hatten ein, finde ich, ein sehr spannendes trockener Riesling-Trio. Ich fing an mit der Tatsache, dass Riesling ein, immer noch mal bei manchen Konsumenten einen süßen Image hat. Ja? Aber Riesling kann auch geile, süße Weine machen, oder? Hier haben wir eine Spätlese aus dem Rothenberg. Und dann, das ist mitunter die steilste Lage und die höchste Lage hier bei Gut Hermannsberg. Und eben dadurch auch prädestiniert dafür, Weine mit diesem unglaublich schönen süßen Säurespiel zu machen. Aber probieren wir ihn erstmal. Unbedingt. Ja, hier ist zu betonen, die ganze Süße in dieser Flasche, in diesem Wein, stammt aus der Traube. Es ist nichts dazugegeben. Das ist der große Irrtum, worunter die süßen Weine der Welt, die gute süße Weine leiden. Sehr viele Konsumenten denken, naja, das ist alles irgendwie künstlich oder getürkt, gepanscht. Nein, nicht bei guter süße Weine. Das ist einfach Traubensüße. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Welt von der Balance jetzt. Ja, ja, die Aromen, die Fruchtaromen schießen einem ins Gesicht, ne? Puh. Das ist eben was, was in kühleren Regionen auch immer noch perfekt geht, ja? Also dass du eine Süße hast in der Spätlese, deutlich eigentlich, Spätlese, voll ausgereiftes Lesegut, kein Botrytis, also kerngesunde Trauben. Und du hast trotzdem mit der Säure und Mineralität diese Balance, die die Süße auffängt. Genau, das ist genau dieses Spiel, was wir vorhin angesprochen haben. Der Gegenspieler ist jetzt quasi da. Genau, genau. Und ja. Fall Rothenberg. Ach, eine elektrisierende Frische hat der Wein. Ja, das ist unglaublich vital. Ja. Was ich so schön finde, die Süße ist zwar in einem gewissen Teil sehr dominant, doch nachher, wenn so die Säure übernimmt, dann hat man dieses ganz tolle süße Säurespiel am Gaumen. Und dann läuft die Süße so ein bisschen aus und es bleibt nicht irgendwas Pappiges am Gaumen, wie wenn man ein süßes Getränk getrunken hat, sondern ein unglaublich frischer, animierender Nachklang sozusagen. Ja. Also das ist mit unser höchster Weinberg eigentlich. Und was ich immer super spannend finde, er fügt der Rothenberg von seinem Charakter den Wein immer noch so eine ganz besondere Note dazu. Ja? Das ist so ganz Hauch, wie so Räucherspeck-Aromatik, ja, in der Jugend vor allem. Ja. Ja. Und das ist nochmal was einen Rothenberg eigentlich auch so speziell macht. Also, liebe Zuschauer, ich empfehle Sie sehr stark, das zu tun, was ich tue. Damit meine ich, die Nase ganz weit in dem Glas zu stecken. Was verpasst der normale Weintrinker am meisten beim Wein? Der Duft. Ja? Weil, um es richtig voll mitzubekommen, man schwenkt das Glas, steckt die Nase ein und dann atmet über die Nase langsam ein. Das ist kein Shishi-Gehaber, das ist einfach praktisch. Sie haben Ihren Geld für den Wein ausgegeben, Sie sollten das, da alles, was drin steckt, bekommen. Ja? Und für uns ist der Duft von einem tollen Wein also die Hälfte der Freude. Absolut. Mein Lieblingswein ist
die nächste Entdeckung. Weil als Journalist ist man auf der Suche nach Entdeckungen. Und das Schöne an der großen, weiten Rieslingwelt ist, dass sie die letzten Jahre immens viele neue Entdeckungen geboten hat.